Video habe ich euch eine Bewegungsgeschichte geschrieben über einen kleinen Elefanten, dem ziemlich langweilig wurde im Dschungel. Wenn du mitmachen möchtest, schnapp dir deinen Elefantenrüssel und auf los geht's los. Es war einmal ein kleiner Elefant, der lief den ganzen Tag durch den Dschungel. Er guckte mal nach links und er guckte nach rechts. Und dann wurde ihm immer langweiliger. Er blieb stehen und schaute wieder nach links und wieder nach rechts. Aber es passierte einfach gar nichts. Dann trottete er weiter. Und wie er so trottete, merkte er, dass er seinen Schritten eine Leichtigkeit geben konnte, die er so noch nicht kannte. Und er hüpfte schon fast für einen kleinen Elefanten. Und er setzte die Fußspitze ab, immer wieder. Dann begann sein Rüssel hin und her zu wiegen. Und das machte ihm Spaß. Der Rüssel schlug hin und her und es wurde immer doller, bis der kleine Elefant sich auf einmal um sich selbst gedreht hat. Das hat ihm so viel Spaß gemacht, das wollte er gleich nochmal ausprobieren. Also tippte er wieder mit der Fußspitze auf den Boden, schlug seinen Rüssel hin und her und dann drehte er sich um sich selbst. Davon wurde dem kleinen Elefanten so warm, dass er sich auf die Suche nach einem Wasserloch machte. Am Wasserloch angekommen, streckte er seinen Rüssel ins Wasser und zog sich so viel Wasser in den Rüssel, was er sich dann über den Rücken spritzte. Also, er zog so viel Wasser in seinen Rüssel, spritzte das über seinen Rücken. Und nochmal, er zog so viel Wasser und spritzte das über seinen Rücken. Dann war der kleine Elefant ganz nass und er fing an, sich trocken zu schütteln. Er schüttelte und schüttelte jedes Bein, seinen Rüssel und sein Popo. Und dann trottete er weiter durch den Dschungel. Und dann kommen wir Wirbel für Wirbel wieder hoch. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß mit dieser Bewegungsgeschichte. Und ich verabschiede mich. Tschüss!